Hallo, hier ist die Kati und ich habe euch heute von Disney Adorables zwei von den Collection Packs mitgebracht. Einmal vom Goofy Movie und einmal von Wish. Also Wish, süß, der kleine Stern. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade gesehen, hier steht Collection Peak, ne? Und übersetzt haben sie es mit Sammelblick. Ich liebe die deutsche Übersetzung immer, als wenn es keiner kontrolliert. Also Peak, klar heißt das auch sowas wie reinschauen oder sowas, ne? Aber das mit Sammelblick dann zu übersetzen, das finde ich schon, ja, hätte vielleicht was Schöneres finden können in die Richtung, aber es passt schon. Es sind jeweils neun Figürchen drinne und ja, ich bin gerade ein bisschen im Dorables-Fieber, deswegen hier kommen die nächsten Dorables. Ich liebe Dorables einfach, weil diese Türchen und so, das erinnert mich sehr an Adventskalender und ja, ihr wisst, ich liebe Adventskalender. Wir legen gleich mal los. Goofy Movie, ich weiß gar nicht, ist schon ein bisschen älter, oder? Also ich kann mich dunkel daran erinnern, aber das ist nicht aktuell. Also mich wundert, dass es davon den gab, aber ich finde die Figürchen hier vorne sahen sehr schön aus. Und es war auch ein bisschen günstiger, als wenn man jetzt diese aktuellen jetzt nimmt, ne? Also Wish war jetzt, glaube ich, 15 € oder so. Goofy hatte nur noch 10 gekostet, das war super. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt zu dem neuen Alles steht Kopf 2 sich die Packung holen will, kostet die 30 €. Und da selbst mein Sammelherz sagt da, vielleicht warten wir mal ein bisschen, bis das im Angebot ist. Aber also Inside Out 2, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Alles steht Kopf 2. Habe ich schon gesehen, kann ich sehr empfehlen. Ist ein sehr, sehr schöner Film. So, wir fangen jetzt mal einfach an, hör auf zu quatschen. Ah, hier ist eine große Tür. Also Türen sind immer super. Ah, nicht hier alles verraten, schnell umdrehen. Ta-ta-ta-ta. Ist das nicht schön? Ein kleines Häuschen mit Fensterchen. Oh, jetzt drehe ich es nochmal um. Und hier hat man dann, ja, das Zertifikat der Special Edition. Und auf der anderen Seite sind dann die ganzen Figürchen drauf. Da gucken wir jetzt natürlich nicht gleich drauf. Sonst wissen wir schon, wer wo drin ist. Wir fangen einfach mal hier in der Mitte an. Sind ja keine Zahlen drauf wie beim Adventskalender. Ich muss also nicht suchen. Tada! Aber auf den Tütchen sind anscheinend Zahlen drauf. Dass sie wahrscheinlich auch wissen, dass sie von jeder Figur eine reingelegt haben. Was haben wir hier Schönes? Also ich weiß nicht genau die Namen von denen, ne? Keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall ein kleines Mädchen. Sie sieht aus wie eine kleine Pfadfinderin oder so. Oder soll es eine Lehrerin sein? Wir gucken nachher doch nochmal auf den Zettel und gucken mal an, wie die heißen. Wie gesagt, der Film ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, oder? Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wie die alle heißen. So. Ich weiß, der Sohn heißt Max. Goofy ist der Papa, der Sohn ist Max. Dann hört es schon auf. Ich glaube, Carlo wohnt da ja auch noch irgendwie in der Ecke. Ich lasse mal offen, sonst weiß ich nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Also. Mal beim nächsten. So, knister, knister, knister. Tada! Den haben wir hier. Ach, das ist ja auch süß. Mit den Zähnchen. Sehr niedlich. Die Augen sind immer sehr, sehr hübsch gemacht, finde ich. Die sehen immer super aus. So, machen wir mal jetzt hier den großen Koffer. Ist ja gar keine Fenster immer bloß, ne? Also hier muss man so machen und dann so und so. So. Und hier haben wir, ist das Max? Das müsste Max sein, oder? Der ist ein bisschen komisch hier an den Backen, aber na gut, geht noch. Da ist Max, der Sohn von Goofy. Und dann machen wir den hier auf. Mr. Krista. Ach, geh auf. Was haben wir hier? Das ist nicht. Max, ist es vielleicht ein Freund? Ich habe keine Ahnung. Aber auch, was hat er da an der Hand? Ist das eine Fernbedienung? Ein Buch? Man weiß es nicht. So, machen wir die Seite mal auf. Die sehen sich natürlich jetzt alle sehr ähnlich ein bisschen, ne? Die ganzen kleinen. Was sind denn das eigentlich? Hunde? Ja, ne? So, oh, der kann fliegen. Sie ist ja eine Süße. Die ist ja wirklich sehr, sehr hübsch. Süß. Wie sie da auch steht. Sehr niedlich. Kam da oben zu dem anderen Mädel. Dann haben wir hier. So. Hier haben wir noch. Oh, ein ganz cooler hier, ne? Mit der Frisur. Er hat auch irgendwas in der Hand. Die haben immer alle irgendwie ein bisschen. Ach, ich glaube, das sind das. Eis? Nee, ich habe keine Ahnung. Hier habe ich gerade gedacht, eine Sprühflasche, ne? So ein bisschen Graffiti-mäßig, aber das sieht eher aus wie ein Eis. Wer weiß. So, jetzt haben wir hier unten noch einen. Ah, ja, komm raus. Aber es ist auch das Phänomen wie beim Adventskalender, es ist einfach viel zu schnell zu Ende. So. Was haben wir hier? Oh, der hat aber tolle Zähne.
Der sieht schick aus, oder? Das soll jetzt, ich weiß nicht, ist das ein Affe? Ich meine, er hat irgendwelche Socken an den Händen. Ich glaube, es ist ein Affe. Okay, ich hätte vorher vielleicht den Film nochmal gucken sollen. Keine Ahnung. Nur noch zwei Stück. Irgendwo muss ja auch Goofy sein, ne? Ist ja schließlich das Goofy-Movie. Tada. Er ist ja auch ein Süßer. Mit einer Kamera. Niedlich. Auch sehr schön. So, 8 Stück haben wir noch. Jetzt kommt die Nummer 9. Also wenn da jetzt nicht Goofy drin ist, war irgendjemand von denen Goofy. Oder soll das Goofy sein? Vielleicht ist ja auch so Goofy-Movie gar nicht mit seinem Sohn, sondern wie er als Kind war. Ach, meine Güte. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Tada. Also das ist nicht Goofy. Das ist irgendein richtig cooler mit einer Blitzfrisur. Sehr schön. Das ist doch sehr cool. Jetzt drehen wir das Ding mal um. Ich glaube, hier steht ja auch drauf, wer dabei ist, oder? Ich wollte ja vorher nicht luschen. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Das hier ist tatsächlich der mit der Mütze. War Goofy. Okay, und das ist Max. Wo ist hier Max? Max Goof. Na ja, gut, wahrscheinlich sehen die auch alle, haben die alle die gleiche Größe, ne? Weil eigentlich das ja der Sohn ist von ihm. Na gut. Goofy heißt übrigens Dingo in irgendeiner Sprache. Ist ja auch lustig. So, was haben wir hier? Das ist Powerline. Das ist Pete. Der coole Typ hier ist Bobby Zimmeruski. Das kleine Mädchen ist Stacy. Die hübsche ist Roxanne. Der Affe ist Bigfoot. Ja, doch richtig geraten, es soll ein Affe sein. Und das ist PJ Pete. Da haben wir sie. Sehr süße Figürchen, ne? Also ich mag das Aufmachen. Für das Sammeln auch ganz schön. Der Preis gefällt mir nicht immer, aber ist ja meistens so. So, jetzt machen wir hier ein bisschen Platz, dass wir auch gleich nochmal Wisch auspacken können. Ah, ich muss ein bisschen umbauen. Na guck mal, da kommt ihr ein bisschen in die Richtung. Und ihr Pack kommt in die Richtung. Und Wish kommt in die Mitte. So vertragt ihr euch hier alle. Mit 9 kann man natürlich nicht so richtig aufteilen, ne? Ist klar. So, hallo, kleiner Stern. Und, oh Mann, wie hieß du? Ich weiß nicht mehr. Ascha auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch drauf, wie du hießt. Er war auf jeden Fall super lustig. Mir hat plötzlich so eine tiefe Stimme gehabt. So, wo ist der Tür? Das Türchen? Hier ist das Türchen. Ah, geh auf. Tada. Sehr gut, dass sie das hier, hier so rum reingelegt haben. Das sieht man nicht sofort. Kann man das abmachen? Ja. Jetzt hängt das hier gleich die ganze Zeit im Weg. Sieht man nicht sofort, was dabei ist. Schnell da hinten hingelegt. Und hier haben wir unser Türchen. Auch wieder 9. Ach, wir fangen mal hier vorne jetzt an. Ich fand den Film tatsächlich ganz hübsch. Er war jetzt nicht das, vielleicht das super Ereignis, was man so erwartet hätte als Geburtstagsfilm von Disney, ne? Es war ja so ein bisschen der große Hype, dass das wieder alles gut machen soll und dass es jetzt zum Geburtstag ein toller Film werden wird. Was ist die Königin Amaya? Er war schön gemacht, aber er war halt nicht so super toll, der Film. Fand ich. Gibt bestimmt noch andere Meinungen. Sie ist auf jeden Fall sehr schön. Wirklich sehr, sehr hübsch. Also auch die Details, wenn man sich dann vielleicht ein paar von denen hier anguckt, finde ich, haben die sich schon ein bisschen verbessert, ne? Weil das ist ja jetzt ein ganz neues Set. Und die sind, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen älter ist. So, sehr hübsch. Machen wir mal die Mitte. Geh auf. So. Oh, da haben wir gleich passend. Magnifico. Ein sehr schöner Bösewicht. Die beiden gehören zusammen. Also am Ende des... Ach, okay, nicht Spoiler-Alarm, ne? Also, das sind die beiden. Das Königspaar Magnifico und Amaya. So, und der nächste. Den haben wir hier. Das ist die Mama, glaube ich. Das müsste die Mama von Ascha sein. Glaube ich. Doch, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber das finden wir nachher auch noch raus. Mal gucken, ob der Opa auch dabei ist. Der hat ja seinen 100. Geburtstag gefeiert. Ah, geh auf. Ah, geh auf. So. Tada. Na, wen haben wir da? Wen haben wir da? Wir haben einen von den kleinen Freunden. Das ist der war immer so ein bisschen grummelig und so. Aber am Ende haben sie alles so schön zusammengehalten.
auch eine schöne Message gewesen eigentlich, dass sie auch alles unterschiedlich sind, aber wenn es wichtig ist, hält man halt zusammen, ne? Keine Ahnung, wie er hieß. Gucken wir gleich nach. Flupp. Hier haben wir, genau, hier ist der Opa. Der war auch sehr lustig. Hier hinten ist ein bisschen die Haare. Sieht so ein bisschen aus, als wenn da ein Spalt wäre. Als wenn das nicht so richtig da ist, wo es hingehört. Aber das Gesicht ist sehr süß. Also man erkennt die auch alle super. Nächste Tür. Also die Seite hier irgendwie ist es entweder verrutscht oder kriegt man nicht so gut auf, diese Türchen hier. Eben auch schon nicht. Da sieht man schon, hier ist nämlich noch ein Teil von dem Plastik, deswegen kann man das Türchen da nicht so richtig aufmachen. Das hatten wir bei irgendeinem Adventskalender auch. Ich glaube, bei Playmobil war das. War auch ein Türchen zu dicht, immer am Plastik dran. Ne? Und hier haben wir, das müsste doch Ascha sein, ne? Es wundert mich, dass Ascha nicht hier unten drin ist, aber hier ist Ascha. Auch sehr hübsch gemacht. Erkennt man auch sofort, ne? Mit den Haaren und dem Kleid. Und jetzt kommt das nächste Türchen. Tada. Huch. Oh, hier ist der Kleine. Oh, wie heißt der denn? Ich denke gerade so wie Roberto? Nee. Frederico? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Wir gucken auch da gleich mal nach. Der war auf jeden Fall sehr lustig. Und das ist auch sehr niedlich gewesen. Ein schöner kleiner Sidekick. So, einen haben wir noch. Ich kann mir vorstellen, es kommt vielleicht noch ihre beste Freundin, die in der Küche gearbeitet hat. Nee, auch guck mal, wer da ist. Und ich habe gedacht, Stern wäre hier unten. Hier ist Stern. Oh mein Gott, bist du süß. Also das ist wirklich die schönste Figur von Dowables, die wir bis jetzt haben. Er ist ja niedlich. Sehr, sehr schön. Und wer fehlt jetzt noch? Ja, die Freundin, würde ich sagen. Mal gucken. Ta, 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 ta. Ja, das ist die Freundin. Die hat ja auch irgendwie immer im Stock oder so ein bisschen ist sie gelaufen. Mit der Brille. Hier ist ein kleiner... Ach, Mann. Ich weiß nicht, ob das Dreck ist oder es soll mit Sicherheit nicht so sein, aber es geht auch nicht ab. So ein kleiner Fehler hier auf der Brille. Aber sonst sehr, sehr schön. Können wir ja auch mal gucken. Müssen wir vielleicht nicht umdrehen. Gucken wir uns vielleicht hier an. Ja, genau. Dahlia hieß sie, genau. Das ist nämlich Dahlia. Und dann hatten wir hier Amaya. Sabino heißt der Paopa. Magnifico ist in der Mitte. Und dann haben wir Stern und Ascha. Wussten wir ja. Valentino. Naja, ich war fast dran. Roberto. Wer fehlt uns noch? Hier der Junge. Das ist Gabo gewesen. Und das ist Sakina, die Mama. Da haben wir sie alle. Auch sehr schöne Figürchen. Langsam wächst meine kleine Sammlung. Da freue ich mich drüber. Es macht immer wieder Spaß, die Sachen auszupacken. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran, euch das mit mir zusammen anzugucken und zu entdecken. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!